Jo Leute, was geht? Klim am Start, heute mit Sinus. Hallo Leute. Und Ansage, der Simon ist. Hallo. Der Ansager. Ich bin die Ansage. Simon ist die Ansage. Und heute spielen wir eine Runde Hide and Seek, denn wir haben etwas zu verkünden. Gerade eben, welcher Block bin ich überhaupt? Weiß gar nicht. Beacon, ach nö. Wir haben nämlich ein Infovideo hochgeladen, einen Trailer hochgeladen. Und das ist jetzt quasi so ein kleines Infovideo für euch. Was es denn mit dem neuen Projekt, mit dem ominösen neuen Projekt, das wir mit diesem Trailer angekündigt haben, auf sich hat. Mhm. Und ich würde sagen, der Jan erzählt einfach mal über das Projekt, weil er damit angefangen hat. Ja, genau. Also es war eigentlich so, ich habe mir anfangs ja mal so überlegt, was könnte ich so machen auf meinem YouTube-Kanal, damit es interessant wird. Und dann kam es halt schnell, lief es halt darauf aus, dass ich ein Projekt machen möchte. Hatte dann auch eine Blitzidee eigentlich mit den Sky-Inseln, wie man ja beim Trailer schon sehen kann. Und hab halt einfach darauf dann aufgebaut. Daher auch der Name Skytech. Ja, ja, ja. Ja gut, das ist er. Das hast du jetzt gesagt, ne? Dann gab's halt das Modpack. War halt dann auch entscheidend. Wir haben es halt selber zusammengestellt und das war halt sehr aufwendig. Und so, ich stand die ganze Zeit bei dem drin. Und ich habe mir natürlich dann immer geeignete Personen gesucht und Leute, die mich dabei unterstützt haben. Und so habe ich dann auch später mal auf Klim gestoßen mit der Zeit, der dann auch einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. So würde ich jetzt einfach mal so behaupten, oder Klim? Ja, genau ich. Ja, als ich das Projekt quasi gesehen habe durch Sinus, als Sinus mir das erzählt hat, das ist schon ein paar Monate her, und da hat er darüber gesprochen und ich fand die Grundidee halt sehr geil, aber das Projekt war so ein bisschen ziellos, es fehlte noch an Gameplay-Elementen, ihr wisst das, ich will ja auch Game Design studieren und deswegen habe ich mich damit auch redaktionstechnisch schon sehr viel auseinandergesetzt mit Gameplay und so weiter und so fort und ich habe dann halt ein paar Sachen vorgeschlagen, die dann auch Jan für gut befunden hat und dann irgendwann wurden wir beide halt quasi Projektleiter und durch meine Connections quasi zu den etwas größeren YouTubern sind dann auch die ganzen Großen reingekommen im Prinzip und so wie Simon zum Beispiel und ja, das war eigentlich schon so die Entstehensgeschichte von dem Projekt und es war halt sehr viel Arbeit, die meiste Arbeit hat sich wirklich der Jan gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja gut, nicht nur ich. Ich hatte halt ein Server-Team zusammengestellt, die halt den ganzen Server gemacht haben. Das Bauteam, es wurde ja sehr viel von Hand gebaut. Das ist mal eins der ersten Projekte überhaupt, wo schon so viel vorgebaut ist. Und ja, übrigens, ich möchte nur ganz kurz sagen zur Runde. Ey, warte mal, wo seid ihr jetzt gerade alle? Weil dann in der Mitte. Der Sika ist mega stark, ja. Warum ist der stark? Und warte mal, ich laufe jetzt gerade mal hier rum. Ich gehe gerade mal nach unten. Die Mühe gegeben haben, wenn der Party jetzt hier nicht redet. Sorry. Das ist der Skate, der einen wunderschönen Trailer gezaubert hat. Oh ja. Ja. Da hast du recht, der ist echt. Wo viel Arbeit drin steckte und wo er seine Schlafenszeit für geopfert hat. Also, ja. Lasst ihm doch ein Danke in den Kommentaren da. Ein genau. Hashtag Danke für den Trailer. So, Leute, wo seid ihr? Ich möchte euch finden. Ich möchte mit euch Chica töten. Hast du. Du warst doch auch richtig aktiv beim Trailer. Ja, gut, oder? Das hab ich! Ich war aktiver Statist, der rumgelaufen ist. Ja. Ich war aktiver Debitor. Ich werde verfolgt, Leute. Ich werde verfolgt, echt? Ja. Von den vier Über-Seeker wirst du... Ja, warte mal, kommt mal. Ja, da ist einer. Der hat mich nicht gesehen. Oh, Alter, ich renne hier eigentlich nur rum. Der hat mich echt nicht gesehen. Ich bin im Kino, komm mal zum Kino. Nein, shit. Ich wurde gerade gesehen. Ich bin gar nicht mehr hingegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon tot bin, ne? Simon einfach, bester Gangster, einfach. Komm mal zum Kino. Oh. Ja, ich weiß doch nicht, wo das Kino ist. Ich spiele so oft Hide and Seek wie keine Ahnung. Hide and Seek! Okay, warte, ich renne hier mal ein bisschen rum. Was für Blöcke seid ihr denn? Will ich noch mit meinem Game Boy Color spielen? Was für Blöcke? Keine Ahnung. Steht doch oben. Wood. Schwarz-Block. Was bist du? Warte mal, bist du das auf der Treppe da? Ja, ja. Ja, das bin ich. Ich bin hier. Der Beacon. Oh, da ist ein Seeker, komm, drauf. Jetzt, go, 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 go. Ja, geh einfach drauf jetzt. Ich höre euch. Simon, dann hilf. Nö. Der hat nicht mehr viel. Oh, pass auf! Renn weg! Das sind voll viele! Das trifft mich einfach nicht, der Trottel. Ja, dann laufe ich jetzt mal ein bisschen weg. Ey, das sind ja so schlechte Sieger, ey. Ja, also Hide and Seek spiele ich nicht oft, aber wenn ich spiele, dann nicht richtig. Dann gibst du es einfach so richtig hart. Oh, jetzt kommt er nochmal hier rein. Noch zurück zum Projekt. Der kann mich nicht killen. So wie ich hier stehe, trifft er mich. Oh, jetzt hat er mich getroffen, Patrick, schade. Wir wollten eigentlich was anderes reden. Ja, ja, stimmt. Patrick. Ja, tut mir leid. Also ernsthaft. Bleibt denn mal bitte ernst hier. Ja gut, auf jeden Fall, das bin ich.
ich freue mich mega aufs Projekt. Ich hoffe, ihr alle auch. Ja. Ich fuck das jetzt schon so ab, ne? Ich fuck das jetzt schon so richtig. Nee, das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Projekt. Das kann man auf jeden Fall. Patrick. Ja, wir hier. Pass auf, von hinten. Hä, bist du behindert? Ich bin ein Seeker, du Spast. Ah, okay. Okay. Ah, Alter, lass mich in Ruhe, das bin ich. Ah, der Holzblock bist du? Ja. 26 Sekunden, komm, das pack ich jetzt noch. Also wie gesagt, ich freue mich mega. Hey, dieser. Hab ich dich gekillt? Also eigentlich wollten wir eigentlich nur Info über das Dings machen, aber da. Patrick ist so blind, das sieht mich nicht. Alles ausgerastet hier. Ne, auf jeden Fall. Es wird heftig. Aha! Wir alle freuen uns drauf, die ganzen Leute, die mitmachen. Und, wo bist du? Da. Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal toll, oder? Das ist doch toll. Ja, also wird ein geiles Projekt. Mhm. Komm, dich kriegen wir noch. Am Samstag alle auf meinem Channel vorbeikommen, gibt es einen Teaser. Ja gut, das gibt es. So, ich würde sagen, das war's auch schon mit diesem Video eigentlich. Ist ein bisschen kürzer geraten. Gibt es auch keine zweite Runde. Das Video hat Inhalt. Wir haben euch ein bisschen über das Skytech-Projekt erzählt. Wir wollen noch nicht genau sagen, um was es da geht, weil das werdet ihr dann im Projekt selber erfahren. Also geht prinzipiell, es gibt drei Teams. Wie das zustande gekommen ist. Quasi. Und das ist auf Sky-Inseln gestartet. Ja. Wer genau. Hat dieser Sinn, hat dieses Video auch. Also, wir können jetzt quasi noch ein paar Infos rausgeben. Es gibt drei Teams, die auch gegeneinander spielen quasi. Es hat also einen PvP-Aspekt. Und es gibt ein klares Ziel. Ja. Und um das Ziel zu erreichen, muss man auch durch ein paar Adventure-Maps durch. Genau. Und wollte Jan noch gerade sagen, tut mir leid. Genau, und genau. Ja, und super geil. Ja, Adventure-Map. Man muss Adventure-Map, ne? Genau. Es wurden Mods teilweise nur für dieses Projekt geschrieben. Genau, ja. Und, warum sollten wir Jan auch reden lassen? Was, das bin ich gar nicht. Das ist also wir machen jetzt noch eine Ansage auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part von Hide and Info. Und wir sehen uns dann im ersten Part von Skytech. Wir sehen uns, haltet doch mal die Schnauze. Wir sehen uns im ersten Part von Skytech. Guckt auf jeden Fall bei Simon und auf jeden Fall bei Jan vorbei. Er hat es auf jeden Fall am meisten verdient, also mehr als Simon. Obwohl Simon es genauso verdient hat wie Jan eigentlich. Bei mir wird ein geiler Teaser veröffentlicht, also sollt ihr auf jeden Fall bei mir gucken. Ja, das ist... Stimmt nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.